Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Heute geht es einmal mehr um meine Gartenküche. Das Teil da hinten habe ich selber gebaut, steht schon seit einem guten Jahr, ist auch schon voll in Verwendung. Aber wie ihr sehen könnt, ist an der Fassade noch nichts passiert. Im Innenbereich möchte ich aber loslegen und das Ganze mit einer richtig geilen Betonoptik versehen. Wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze hinterher aussieht, das zeige ich euch in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, gleich geht's los. Die Gartenküche steht nun über 2 Jahre und ist auch voll in Verwendung. Den Außenbereich habe ich mit einem Putz versehen bzw. mit einer Grundierung versiegelt, damit die Feuchtigkeit mir nicht zu sehr in die Gasbetonsteine hineingeht. Im Innenbereich habe ich das Holz, die USB-Platten mit einem speziellen Bootslack versiegelt. Das war erstmal eine effektive Lösung, aber ich danke trotzdem für die vielen Vorschläge, die ihr mir in meinem letzten Video dazu gemacht habt. Übrigens, wenn ihr die anderen Videos noch nicht kennt, schaut mal oben rechts in die Ecke, dort habe ich euch die Playlist dazu verlinkt. Die Innenbereiche, diese Wände, möchte ich nun eben auch schick machen, möchte die ganze Wand so versiegeln, dass das Ganze UV-beständig ist, gut abwischbar ist und natürlich auch wärmebeständig ist, denn mein Natorion Phantom B500 Gasgrill, der macht hier hinten doch einiges an Wärme. Der Wand macht das nichts aus, zieht alles wunderbar ab, aber hier hinten kann ich kein Plastik oder irgendwas gebrauchen. Ich habe an dieser Wand, beziehungsweise meine Frau war das gewesen, schon einmal begonnen, diese Wand mit einer Betonoptik zu spachteln. Das, was ihr hier seht, ist ein Pulver, das mit einer speziellen Grundierung auf die Wand aufgetragen wird und speziell verspachtelt wird. Im Anschluss, wenn das Ganze dann getrocknet ist, kommt eine Versiegelung auf diese Fläche hin drauf und das Ganze ist dann richtig glatt, ist dann atmungsaktiv, gleichzeitig abwischbar, UV-beständig, hitzebeständig, kältebeständig, also all das, was ich hier brauche. In diesem Video zeige ich euch einfach mal, wie die Wände hier behandelt werden, wie das Ganze am Ende aussieht und hoffe auf euer Feedback dazu. Vergesst nicht, mir schon mal den Daumen nach oben zu geben für dieses Projekt. Abonniert meinen Kanal, um auch die anderen Bauteile bzw. Videos hierzu nicht zu verpassen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier verarbeite, weil das Zeug heißt und wo ich es herbekommen habe, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich alles Notwendige für euch verlinkt. Started.
Der Wandspachtel ist nun vollflächig aufgetragen. Wie ihr gesehen habt, wird zunächst die dunkle Spachtelmasse und im Anschluss, wenn das Ganze noch feucht ist, die helle Spachtelmasse ineinander aufgespachtelt und dieses Muster hergestellt. Geht natürlich auch andersrum, erst die helle, dann die dunkle, erst die dunkle, dann die helle, so wie ihr das Ganze mögt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Ganze zügig vonstatten geht, dass man nicht zu viel von dieser Masse anmischt, denn die trocknet sehr, sehr schnell an. Und wenn es bereits trocken ist, ist es sehr, sehr schwierig, hier noch eine zweite Schicht einzuspachteln, um dieses Muster herzustellen. Die Wand wurde anschließend glatt gezogen. Normalerweise nimmt man dafür einen Schwamm oder ein Reibebrett. Meine Frau bevorzugt ihre Finger, ihre Hände dafür mit Handschuhen. Funktioniert genauso, ist auch besser geeignet, um in die kleinen Ecken und Ritzen an den Kanten da oben zum Beispiel zu kommen. Auch den kleinen Sockel am Tresen, den haben wir bereits fertig und auch diesen Sichtbereich, wo der Kühlschrank steht. Und nun fehlt noch eine einzige Sache, und zwar das Finish, die Versiegelung. Die Versiegelung selber ist eine Flüssigkeit, eine zähe Flüssigkeit, die einfach mit dem Pinsel auf die Wand aufgetragen wird, die einzieht, die diese Schicht, diesen Putz schützt vor Schmutz, vor Feuchtigkeit, vor Ablagerung und dergleichen. Den werde ich jetzt noch auftragen, anschließend trocknet das Ganze und dann schauen wir mal, wie das Ganze am Ende ausschaut. Ich bin schon richtig gespannt und freue mich, dass der Innenbereich meiner Gartenküche endlich fertig wird. Die Oberfläche ist nun endlich versiegelt. Ungefähr 2 Stunden habe ich benötigt, um das Ganze mit dem Pinsel aufzutragen. Dabei musste ich darauf achten, den Pinsel einmal in der vertikalen, einmal in der horizontalen Position durchlaufen zu lassen, damit wirklich die Unebenheiten, die sich durch diese Spachtelung ergeben, komplett ausgefüllt werden. Die Oberfläche hat ihre schöne Struktur, wie ich finde, absolut behalten, ist leicht glatt. Also glatter als vorher, wie eine Art Lackschicht, die da drüber ist. Aber es glänzt nicht, es glitzert nicht. Es hat so etwas wie ja, diese Betonbauten, die einfach nur verschallt werden, Beton eingegossen werden, Schalung wieder weg. Das Ganze bisschen im Industriestyle sozusagen. Die Oberfläche sollte soweit nun staubabweisend, schmutzabweisend sein. Speziell am Grill ist mir das Ganze wichtig, denn das Fett, was hinterm Grill hochzieht, dieser Qualm, dieser Dunst, der hat sich dann schon abgesetzt und ja, zweimal im Jahr war dann große Putzaktion angesagt. Ob das Ganze tatsächlich so gut funktioniert, teste ich jetzt einfach mal. Ihr seht jetzt hier, wenn ich jetzt Wasser direkt an die Wand spritze, ihr seht, das Ganze perlt ab. Da wird nichts aufgesaugt, wie es vorher beim Beton, bei dieser Spachtel, bei dieser Zementschicht gewesen ist, sondern es bilden sich kleine Wassertropfen. Heißt, das Ganze ist wasserdicht. Super Sache, sollte auf jeden Fall funktionieren. Was sagt ihr dazu? Was meint ihr zu dieser Spachteltechnik, die meine Frau angewendet hat, zu diesem Material? Wie steht ihr dazu? Ich finde die Optik wirklich Bombe, das gefällt mir richtig, richtig gut. Passt auch sehr gut zu meiner Gartenküche insgesamt. Ich zeige euch nochmal eine totale Aufnahme. Wenn dann hier noch die Fassade neu verputzt worden ist, denke ich, sieht das Ganze noch viel besser aus. Wie ist eure Meinung dazu? Gebt mir doch einfach mal ein Feedback, schreibt mir unter das Video in die Kommentarspalte, wie ihr darüber denkt. Tauscht euch mit mir aus. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt mir den Daumen nach oben, bringt mich und meinen Kanal voran und vergesst nicht das Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und natürlich, ich verdiene mein Geld bzw. finanziere diese Projekte eben auch über den Verkauf, über meine Links. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier verwendet habe, wenn ihr das auch machen wollt, schaut unter das Video in die Beschreibung. Dort habe ich euch alles verlinkt. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich in meinen Kanal. Ich sage Dankeschön, dass ihr mich unterstützt. An der Stelle bin ich hier schon wieder fertig.
freue mich schon auf das nächste Projekt, denn wie ihr sehen könnt, ist der Pool noch nicht fertig, aber die Steine sind da. Ich werde demnächst die Poolumrandung fertigstellen, den Terrassenbereich bis zur Küche hineinziehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze läuft, wie es funktioniert, abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.